Willkommen zurück zu einer neuen Folge Saw the Game. So, wir sollen immer noch das Opfer aus Jigsaws Falle retten. Haben dafür einen Schlüssel bekommen in der letzten Folge und werden jetzt mal schauen, was uns hinter dieser Tür erwartet. Erstmal der Dunkelheit, weil Lampe aus. Okay, wir können nach unten. Können einfach nur nach unten. Okay, ich muss mich daran erstmal gewöhnen, langsam zu gehen. Denn wenn wir uns schnell bewegen, ist das Feuerzeug sofort aus. Zeitungsausschnitt lesen. Und ja, ihr kennt es bei mir, ich lese Texte nicht vor. Ich werde es aber ganz langsam durchscrollen. Und wer es lesen möchte, einfach kurz Video pausieren. Ja, da war nochmal von Amanda Young die Rede. Sie hat ja damals im ersten Film die Falle überlebt. Die, mit der wir es im ersten Part auch zu tun hatten. Er hat mir das Leben gerettet. Amanda Youngs Worte. Okay. Da ging es nochmal um Amanda Young und dass sie gesagt hat, dass Jigsaw ihr Leben gerettet hat. Okay. I didn't tell the cops anything, not a thing. I know you didn't. Promise I won't do it anymore. The drugs, the cutting, none of it. I know you won't. I don't know what else I can say, what else I can give. Your life. Merkwürdig, der Ton vom Fernseher kam irgendwie komplett von der rechten Seite. Aber jetzt ist die Tür offen, wir können also weiter. Und man hört sie immer deutlicher. Okay, wir haben auf jeden Fall Amanda Young gefunden. Aber warum zum Henker retten wir sie? Okay, Gegenmittel und Gift. Moment, das muss ich mir erstmal ganz kurz anschauen. Das Rot muss nach links. Blau nach rechts. Also Gegenmittel war rot, oder? Er fällt dahin. Dann, also von oben geht er nach links. Dann geht er nach rechts und dahin. Es müsste der hier sein. Okay, blau ging auf jeden Fall zu der Seite. So, der geht dahin, dahin. Ah, dann rot. Okay, das war auch richtig. Niemandem ist was passiert. Hetz mich nicht, Amanda. Chill mal. Eigentlich müsste ich dich mit Gift vollpumpen. Du bist es doch gewohnt. So, wo war ich stehen geblieben? Der geht von oben nach links, nach links. Oben nach links, also müsste das eigentlich Gift sein. Gegenmittel, okay. Gift oder Gegenmittel, ich mach's nur mit links und rechts. Ist am einfachsten. Okay.
So. Oben nach links, links nach unten, unten nach rechts. Alles klar. Ich glaube, das ist halbwegs richtig, was wir hier machen. Scheint auch relativ simpel zu sein. Bis jetzt ist es eigentlich immer im Wechsel, ne? So, geht von oben. Von oben nach links, also rot. So, von oben nach rechts, blau. Amanda, stress mich nicht. Ich hänge hier selber mit drin an dieser Giftmaschine, genauso wie du. Also, chill mal. Lass mich doch immer in Ruhe überlegen hier, sonst kriegst du gleich irgendwas verpasst. So, von oben nach links, nach unten, nach rechts. Alles klar. So, von oben nach rechts, nach unten, nach links. Eigentlich muss man immer nur gucken, wo der unten am Ende rauskommt und entsprechend drücken. Okay, das war jetzt noch ziemlich leicht zu lösen. Noch eine Runde? Okay. Brot. Hä? Ach, da sind zwei Öffnungen. Oh. Okay. Von oben dahin. Okay, alles klar, blau. Jetzt wieder rot. Blau. So, jetzt müssen wir mal gucken. Von oben geht er nach links. Von links geht er nach unten und nach rechts blau. Läuft doch ganz gut bis jetzt, oder was sagst du, Amanda? Okay, du sagst, das verstehe ich nicht so ganz, aber wird schon passen. Müsste blau sein. Haben wir eigentlich Zeitdruck oder sowas? Rot. So, geht von oben nach rechts, nach unten, nach links. Rot. Und nochmal rot. Okay, blau. Ich glaube, ich habe den Dreh langsam raus. Okay, das war einfach. Kein Zeitdruck, kein Timer. Merkwürdig. Aber wir haben Amanda befreit. It's okay. You're okay. What did you do to me? What did you do? I'm not him. I'm not the one who... It's okay. I'm okay. I know. Look, we have to play by his rules. I saw him. I saw him. Who is he? What did he look like? That's all you care about? I just nearly died. We're all here because of you, detective. Merkwürdig, wir haben sie befreit und sie kommt uns erstmal vor, quer von der Seite. Ich glaube, wir hätten sie sterben lassen sollen. I can't believe I'm here again. Look, you know I made it through one of his tests before. Right now, we have to be careful. Doors aren't what they seem. Crazy people. I have a feeling this entire asylum is trapped. Play by the rules. Both might make it. He's watching. You already survived one trap by him. How can Clearly, you... I failed the test. That's why he brought me back here, and with a fucking cop, no less. Just be sure of this. Jigsaw's in control, not you, detective. Ja, Tab, das fällt dir echt früh auf, dass das ja alles eine Falle ist, weil wir schon mehrere überlebt haben. Hello, Amanda. Eyes open. Ears open. Okay, er weiß, dass Amanda überlebt hat. Okay, da war nichts. Eine Frage habe ich an euch allerdings auch noch, so ganz allgemein. Und zwar, was das Mikro von mir angeht. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ansonsten schreibt einen Kommentar und ich werde es ein bisschen anders einstellen. Oh, einen Nagel gefunden.
Denn ich habe teilweise ein bisschen das Gefühl, das ist leicht übersteuert, aber das könnt ihr mir besser sagen. Ui, wer ist er denn? Was hat er denn da für einen coolen Helm auf? Sieht schon irgendwie crazy aus, der Typ. So richtig mit Messern oder was das ist. Na, gleich durchsuchen. Okay. Ich wollte die Leiche durchsuchen. Mehr nicht. Ja, dann schönen Tag noch. Ich gehe da mal weiter. Kommst du jetzt oder was? Mann, siehst du scheiße fertig aus. Aber okay. Komm, wir sehen beide nicht besser aus. Ah ja, leuchtet's. Gesundheitshypo war das. Können wir gar nicht mehr mitnehmen. Und wir haben volle Gesundheit. Jigsaw erwartet uns. Im Keller vergrabene Geheimnisse finden. Und Tonband. Ja. Komm schon, Jigsaw. Was hast du noch für uns? Wahrheit über eine Fahrerflucht und du laber nicht dazwischen, klar? Gut. So. Da ist noch irgendjemand, aber die Tür ist zu. Ist irgendwo Scherben eigentlich noch? Wir müssen ja auch auf Scherben aufpassen. Wenig Zeug für uns zu mitnehmen. Da ist nix. Oh, haben wir ja zwei Wege. Moment, da war eine Fallakte. Fallakte, hallo. Memo an die Administratoren. Die den Kessel her haben. Es geht wohl. Ja, da steht's auch. Es geht um die Heizung. Die können den Druck einfach nicht standhalten. Okay, der Kessel hat wohl zu viel Druck. Da lag noch ein. Ach, was soll ich mit dem Wischergriff? Den mehr brauche ich, glaube ich, nicht. Jagen wir nicht so einen Schrecken ein hier. Same way, as he lay dying in the street. How did you know about that? I never told anyone. You covered it up. But like anything buried, it just rotted away inside you, didn't it? Pushing away everyone you love, everything you care about. Fuck you! Okay, da wurde Fuck you mit verdammt übersetzt. Ist jetzt nicht ganz so die tolle Übersetzung, aber okay. No. Der Schweinebärmann hat sich im Ender gekrallt. Moment, Arbeitstisch untersuchen. Der leuchtet doch gar nicht. Ach, Gesundheitshypo. Haben wir vollständig. Nagel komplett. Wir haben alles komplett. Oh, das sieht nach einer Aufgabe aus. Okay. Das klang nach einem Shotgun-Schuss. Mir kommt dieser Kragen auch bekannt vor, den gab's in
Ah, korrigiert mich, wenn ich mich irre. Saw 3 oder 4. Ich glaube, es war der vierte Teil, wo es den gab. War das nicht, wie hieß der Jeff? Hieß der Jeff in dem Teil? In dem Teil 3 oder Teil 4 war das? Ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Schreibt mal einen Kommentar drunter, in welchem Teil es diesen komischen Schrohflintenkragen gab. Ich hab's nicht mehr ganz so in Erinnerung. Like your life lies in the bottom of the barrel. Bottom of the barrel. Wir müssen nicht ernsthaft in ein Säurefass greifen. Sonst noch Wünsche, Jigsaw? Naja gut, wir haben schon im Spritzen rumgewühlt. Können wir auch in Säure rumwühlen? Oh, ich sehe den gar nicht. Aber wir haben ihn. Ich habe den Schlüssel nicht gesehen. Aber wir haben ihn. Ja gut, der Arm ist ein bisschen angeätzt, aber... Wer war er da hinten? Er ist weg. Aber wir hatten hier vorne noch eine Tür. Haben wir aber den verkehrten Schlüssel für. Wir brauchen einen anderen. Greift er uns jetzt an? Ist das eine Falle? Nichts. Ist doch interessant. Wir wühlen im Säurefass rum, aber verlieren keine Gesundheit. Ich dachte, die Tür wird zu. Ist sie aber nicht. Sprengfallen in Jigsaws Welt. Schrotflinten-Stolperdrähte am Boden. Sie können diese auch wieder aktivieren und gegen die Feinde einsetzen. Da ist so ein Draht. Entschärfen. Da hängt die Schrotflinte. Wir wären extrem tot gewesen. Wir könnten sie auch wieder aktivieren, aber wir müssen da nochmal zurück. Hinterher vergessen wir, dass hier eine ist und gehen dabei selber drauf. Oh, die habe ich fast vergessen, diese Türen. Jetzt muss ich auf alles achten. Auf die Türen, auf Stolperdrähte, auf Scherben. Weil wir keine Schuhe haben. Verdammt nochmal. Können wir nicht einfach irgendwie ihn killen und ihm seine Schuhe klauen? Ging gerade die Tür zu? Ja. Die Tür ist zu. Das Ventilrad anbringen. The way forward will be your first challenge in reaching your friend. The steam from these pipes will kill you. Find a way to redirect it, or your life and everyone else's here will be forfeit. Den Dampf umleiten. Da vorne liegt doch einer. Ja, der ist jetzt Dampf gegart. Wegen des Dampfes zum Pförtner gehen. Da drüben ist die Tür offen. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur hier lang und irgendwie so ein Ventilrad finden. Und auf Stolperdrähte achten dabei. Scheint aber keins zu sein. Aber noch eine Fallakte. Noch eine Memo an die Administratoren. Es könnte jemand dabei umkommen, wenn noch eine Dichtung ausfällt. Jigsaw mischt sich einfach ins Spiel ein. Was soll denn das? Ach komm schon, haben wir jetzt auch so ein Ding um?
Na ganz toll, wir haben jetzt einen neuen Kragen gekriegt. Super Sache. Müssen wir dann noch rausfinden, wie das Ding funktioniert. Halt dich an die Regeln und du wirst überleben. Hm. Hier steht doch irgendwas. Dunkelheit erhellt. Er übersetzt es einfach, sonst hätte man jetzt hier noch gucken müssen, dass man es richtig hinschiebt. Dunkelheit erhellt? Wie kann denn Dunkelheit erhellen? Durchsuchen? Der passende Thron fürs neue Königreich. Ja, genau. Oh, Schlüssel! Schlüssel! Der Schlüssel aus der Schüssel. Passt doch ganz gut. Da ist nix. Moment, Dunkelheit erhellt. Ach, der bildet da oben Schlüssel ab, aber den haben wir doch schon. Also den Hinweis hätte man sich auch schenken können. Das hätte man auch so gewunden. Aber wir wollen ja mal nicht so sein. Moment, was stand doch eben? Dunkelheit erhält dasselbe wie eben. So, wir haben jetzt so einen komischen Kragen. Und einen Schlüssel. Aber was ist mit diesem Kragen dann noch so auf sich hat, wie der funktioniert. Und was hinter dieser Tür ist, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.